Heute gibt es für euch ein Unboxing und zwar Super 73. Wie heißt das Ding nochmal? S2. Scheiße. Heute gibt es für euch ein E-Bike-Unboxing. Ganz besonderes, Super 73 hat endlich mal ein neues Modell auf den Markt geschoben. Die S2 und später auch noch die RX. Die stellen wir euch auch noch vor in dem Fall. Heute gibt es also für euch das Unboxing. S2 Super 73 für 3.399 Euro. Das ist scheiß viel Geld. Ich bin schon ganz gespannt. Jetzt geht's gleich los. Also guckt gebannt. Unboxing, jetzt. Zack, 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 zack. Danke. So, noch was drin? Ist hier links drin? Um die Folie komplett zu entfernen, musst du erstmal den Sattel entfernen. Das ist natürlich besonders clever. Scheiße, ich dachte, das war's, aber hier ist er. Kann es auch so machen, ne? Natürlich einfacher. Ja, sieht schon elegant aus. Wichtig, um den Akku zu laden, müsst ihr den Akku vorher einschalten. Erst dann springt das Ladegerät auch auf Rot. Ja, ich hoffe, die ersten Bilder zur neuen Super 73 S2 haben euch gefallen. Wie gesagt, es gibt ja noch eine RX, die stellen wir euch später vor. Das Ganze jetzt hier in Galaxy Black. Ihr bekommt die Maschine, ich sage immer Maschine dazu, ist eigentlich ein Fahrrad, aber es fühlt sich an wie ein Moped schon fast, ja. Auch in Weiß und in so einem wundervollen Blau, dann ist aber die Sitzbank braun. Alles in allem, gut verarbeitet, gefällt mir richtig gut im Vergleich zum SG-Modell, was wir schon vor ein, zwei Jahren testen durften. Die Maschine wiegt um die 30 Kilogramm, ist ja zugelassen als Pedelec, ist also E-Bike-Fahrrad, könnt ihr ganz normal mit, also draußen auf der Straße,
zu fahren. Es gibt aber auch die Möglichkeit, über ein bestimmtes Kit jetzt hier noch ein Daumengas zu integrieren und dann ruft dieser Motor, der jetzt eigentlich nicht mehr produzieren darf als 250 Watt, bis zu 2000 Watt. Und dann könnt ihr Vollgas durchs Gelände bügeln. Das sollten wir auf jeden Fall mal testen, ja. Verarbeitung ist richtig gut. Wir haben eine 20 Zoll Bereifung vorne und hinten. Ich habe auch schon mal gleich 30 PSI raufgeballert. Und ganz wichtig, was den Komfort betrifft, wir haben ein Luftfahrwerk. Testen wir für euch aber spätestens dann, wenn wir damit nochmal auf die Straße und ins Gelände gehen. Schön finde ich auch Spritzschutz vorne, mittig und hinten. Shimano-Schaltung, 10 Gang und natürlich der Radnabenmotor hinten. Das ist schon ein ordentliches Teil jetzt hier. Und das Ganze wird natürlich sauber und safe abgebremst. Mit einer Magura Scheibenbremsanlage hydraulisch. Das ist schon mal gut. Endlich mal wieder was Deutsches, ne? Kommt ja eigentlich aus Amerika. Da kommen die Super 73 eigentlich hier in dem Fall. Aber man hat sich hier auch an deutschen Teilen bedient. Das finde ich klasse. Man kann alles gut ablesen. Gut zu erreichen. Die Qualität, die Haptik ist eine sehr, sehr gute. Das LCD-Display kann man gut ablesen. Ein bisschen Angst habe ich vor der Hupe, bin ich ganz ehrlich. Aber das, was mich am ehesten oder am meisten beeindruckt hat, ist dieser Riesenakku. Leute, 20 Amperestunden auf 48 Volt. Reichweite, je nach Fahrmodi, habt ihr vier Fahrmodi, zwischen 80 und 120 Kilometer. Das ist schon beeindruckend. Ja? Und das testen wir natürlich auch. Und theoretisch könntet ihr den sogar zu zweit fahren, denn maximale Zuladung ist 150 Kilo. Das heißt, 43 Kilo könnt ihr jetzt noch raufpacken. Wiegt meine Freundin aber nicht. Wird also schwierig. Aber mein Sohn könnte hier rauf. Ja, holst du dir noch ein paar Pedale, gibt ja noch ein bisschen Zubehör für die ganze Nummer hier. Richtig, richtig cool. Und, das muss ich auch noch erwähnen, nicht nur die LED-Scheinwerfer vorn und das LED-Rücklicht hinten, ihr habt ein Bremslicht. Und deswegen sage ich immer Maschine dazu. Das fühlt sich nämlich auch an wie eine Maschine. Hast du schon mal ein E-Bike mit einem Bremslicht gesehen? Du weißt, was passiert, ja, wenn ich dieses Kit bestelle und wir dann im Endeffekt hier schön mit 50 durch den Wald bügeln. Ist dann natürlich nicht mehr zugelassen. Aber alles in allem, eine runde Geschichte. 3,399, das ist euer Preis, das ist mein Preis. Ich kann es nicht ändern. Bis jetzt gerechtfertigt, aber wir testen das für euch. Sobald das Wetter ein bisschen besser wird. Und bis dahin sage ich, natürlich Indoor, Fahrstufe 4 und ab geht die Post. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Klicken, liken, abonnieren. Hier bei den Scooter hier in Berlin. Ich habe gar keinen Platz. Wo soll ich denn hinfahren? Wer kommt dann immer auf solche bescheuerten Ideen?